gefällt mir ganz und gar nicht. Der ist noch schlimmer als der Ort mit den tiefen Löchern. Oh, du sollst ja hier auch nicht wohnen. Also schlafen möchte ich hier nicht. Ich will so schnell wie möglich von hier weg. Hä? Sicher das richtige Weg? Die Fußspuren enden hier. Hast du vielleicht eine bessere Idee, hä? Nein. Na also. Zwischen meinen Zehen ist eklige Matschepampe. Oh. Nicht für alle Baumsterne dieser Welt würde ich hier durchschwimmen. Nein, nein, nein. Hey, pass doch auf. Wenn du einfach stehen bleibst. Ich weiß nicht, auf welchen ich als nächstes treten soll. Der ist näher, aber der sieht ganz schön rutschig aus. Aber der da ist weiter weg. Vielleicht kommst du an den nicht ran. Und dann trittst du wieder in die eklige Matschepampe und das ist gar nicht gut. Aber wenn sie auf den Näheren ausgerutscht, sie vielleicht fällt rein und das dann noch viel schlimmerer. Mich denkt, sie kann auch weiter weg, sie gut springt. Ich sag ja nicht, dass sie es nicht kann. Aber wenn der Stein genauso glitschig und eklig ist wie der hier? Ich nicht daran gedenkt. Man muss an alles denken, wenn man an einem ekligen Matschepampe-Ort wie diesem ist. Oh ja, du richtig. Welcher Stein denn nun, hä? Hey, wie wär's, wenn sie mit den Hinterfüßen zuerst auf den Stein hier steigt? Ja, gutes Idee. Genau. Und dann kann sie... Was war das? Keine Ahnung, aber ich glaube, es kommt näher. Ducky recht gehabt. So muss man machen. Ekel, eklige, schleimige Zeug. Der bleibt nicht ewig da unten. Mich schwan, du hast recht. Habe ich's aber gezeigt. Der wird sich nicht nochmal mit einem Dreihorn anlegen. Jetzt, wo wir sind an Land, können wir endlich suchen Platz für Schlafen, bitte. Wo denn zum Beispiel? Au, hier sieht gut aus. Keine Sorge, Zera. Morgen früh werden wir Littlefoot schon finden. Ja.